Der Einzug nach Jerusalem. Eine Geschichte aus dem Leben Jesu. Jesus war mit seinen Freunden, den Jüngern, auf dem Weg nach Jerusalem, um dort das Passafest zu feiern. Das Passafest ist der wichtigste jüdische Feiertag. Er schickte zwei Jünger in ein Dorf vor Jerusalem. Dort stand ein Esel. Jesus hatte ihnen gesagt, dass sie ihn losbinden sollen, um ihn zu Jesus zu bringen. Das taten sie. Als die Leute sie fragten, was sie mit dem Esel wollen, antworteten sie: Jesus braucht ihn. Genau so hatte es Jesus ihnen aufgetragen. Jesus setzte sich auf den Esel und ritt durch ein Stadttor nach Jerusalem hinein. Viele Menschen hatten sich versammelt, um ihn zu begrüßen. Sie legten Tücher auf die Straße vor Jesus und nahmen sich Zweige, um ihm zuzuwinken. Sie feierten Jesus wie einen König. Dabei sangen sie: Jubelt dem König zu, der von Gott zu uns gekommen ist.